Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum 23. Watch Dogs Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute ist es wahrscheinlich die letzte Folge von der Watch Dogs Kampagne, denn ich habe gerade nachgeguckt, es ist die allerletzte Mission, die wir jetzt spielen werden. Also jetzt kommt das große Finale und in der letzten Folge ist ja Clara gestorben, deshalb habe ich mir jetzt was Schwarzes angezogen für die Trauerfeier. Nein, Spaß, aber auf jeden Fall werden wir jetzt direkt weiterspielen, Freunde. Also werden jetzt auch angerufen, jetzt muss man direkt zuhören, also pssst, los geht's. Es ist Clara. Sie ist... Vergiss sie. Ach so, vergiss sie. Sie ist tot. Oh, nein. Ja. Ach, echt traurig sowas, ey. Ich bin auf dem Rückweg. Zeit, die Sache zu beenden. Ja, Zeit, die Sache zu beenden. Jetzt kommt die allerletzte Mission, Freunde, Alter. Jetzt wird's nochmal richtig spannend. Bin mal gespannt, ey, was jetzt die allerletzte Mission sein wird. Guck mal, unser ist voll nach. Guck mal, nehmt mal die Straßen aber an. Guckt euch das mal bitte an. Das ist Grafik echt top gelungen. Also Grafiktechnik top gelungen, muss man ehrlich sagen. Ja, ich würde sagen, wir fucken uns im Petten GP und dann fahren wir jetzt direkt dahin, Freunde. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon direkt angekommen. Guckt euch mal den Boden an. Ey, ich fange ganz an, von dem Boden zu reden. Aber auf jeden Fall geht's jetzt direkt los mit der letzten Mission. Trotzdem verlierst du manchmal. Ja, meine lieben Freunde, es war echt eine richtig schöne Zeit mit euch, also war echt ein super Let's Play. Macht die Musik aus, Mann! Nein, Spaß, Freunde, aber auf jeden Fall, jetzt wird die letzte Mission gespielt, danach können wir auf jeden Fall noch Online-Sachen machen oder von der Kampagne diese CTOS-Mission, das wird auf jeden Fall auch nochmal richtig geil werden, aber dann kommt das halt nicht jeden zweiten Tag, sondern einmal die Woche und dann kommen viele andere Serien, dann kommt mehr Abwechslung rein. Also auf jeden Fall, Freunde, starten wir jetzt direkt mit der Mission, letzte Mission, trotzdem verlierst du manchmal. Das ist auch noch in unserem Bunker hier, ey. Quinn wurde seit Jahrzehnten verdächtigt, Verbindungen zum Chicago South Club zu unterhalten. Bisschen lauter machen. Erreichen Sie den Bunker. Die Polizei sagt, Quinn sei nach einem Charity-Event. Hallo? Verlassen. Perfekt. Stell dir vor, jetzt ist hier direkt jemand, Alter. Bin mal gespannt, was die letzte Mission sein wird, ey. So, rennen wir jetzt hin. Unser Nemesis, Alter. Aiden Pierce, alias Nemesis, ist wieder da. Da ist er doch. T-Bone. Okay, wenn ich mich hier ein bisschen bediene. Ich dachte, damit wären wir. Quit. Ja, klar, natürlich. Nimm, was du willst. Bald werde ich den Atem der Fixer im Nacken spüren. Ich habe gar nicht gewusst, dass Rose tot ist. Sie wäre besser untergetaucht. Es gibt keinen Beweis, dass Blum ihren Tod arrangierte. Ach, ey. Du weißt nicht, dass sie es nicht war. Weißt du, ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Krumme Geschäfte, Wahlbetrug. Es braucht nur ein gutes PR-Team, um das alles zu vertuschen. Nach Roses Tod programmierten sie das. Und ich weiß echt nicht, wie und warum, aber der Code ist gefährlich. Es geht um... Ich konnte nicht viel damit anfangen. Ich habe nur Bell irgendwas gestanden. Das wollte er also. Verbrenn diesen Code, Mann. Der Rest, naja. Alter, was ist das für ein Ding? Das sieht aus wie eine Matrix. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommen wird, Freunde, in der allerletzten Mission von Watch Dogs. Weißt du was, Aiden? Das mit Clara tut mir leid. Das ist echt traurig, ey. Warum müssen immer Leute sterben, ey? Ist alles scheiße, egal wie man das auch nimmt. Sie hat es echt nicht verdient, ey. Pass auf, Aiden. Wenn die Lichter ausgehen, passieren schlimme Sachen. Ich finde unseren Charakter Aiden so locker chillig, der ist so lässig, der kommt mit so einer Coolness rüber einfach, das ist richtig krank. So. Gucken, was jetzt passieren wird. Last Mission. Oh Gott, das große Finale, Alter. Hoffentlich werden wir nicht enttäuscht, Freunde. Schiff, das war die letzte Mission. Einfach nur das kurz angucken und jetzt ist vorbei. Ich will mich kaputt lachen, Alter. Ich will mich einfach kaputt lachen, Freunde. Ich würde jetzt auf der Stelle lachen. Was ist das denn jetzt hier? WKZ TV Newsfeed 5,6. Schockierende Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DedSec den Bürgermeister bloßstellen will.
Ach so, das ist gefälscht. Das haben wir ja gesehen. Das hat dieser alte Opa da gemacht. Wisst ihr das noch? Der hat uns das Video letztes Mal gezeigt, wo wir da waren bei dem. Wir werden bestimmt jetzt in der letzten Mission den alten Knacki da töten müssen. Diesen Mr. Quinn. Quinn. Lucky Quinn. So. Boah, die Karre ist geil. Mustang GT, Alter, oder? Sieht richtig geil aus. So, jetzt werden wir angerufen. Nach allem, was wir erlitten haben, gibst du einfach alles weg. Was hast du getan? Bist du irre? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass Nikki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Helden der Sache? Lies mal die Zeitung. Du terrorisierst die Stadt. Du mit deinem aufgeblasenen Scheiß. Dann komm rein. Komm und hol mich. Bring es zu Ende. Okay, wir müssen ihn umbringen. Aber eine Sache habe ich vergessen. Ey, Freunde. Bin ich irgendwie dumm? Wir haben doch in der letzten Mission diesen Lucky Quinn umgebracht. Wisst ihr das doch mit dem Herzschrittmacher? Ich Idiot, Alter. Ey, ich bin doch so dumm, ne? Dass ich das vergessen habe, Alter. Ich bin wieder voll auf Rille, ey. Junge, auf jeden Fall, letzte Mission müssen wir jetzt, glaube ich, diesen Damien umbringen, Alter. Das wird letzte Mission sein. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst eine Show erleben. Finden Sie Damien. Okay, wir markieren das erstmal. Wo ist der denn, Alter? Ist der außerhalb der Map oder was? Hat der gecheatet? Hallo, wo ist der? Hallo? Ey, willst du mich verarschen? Finden Sie Damien. Okay, wie soll ich den finden? Wie? Wie? Okay, der wird nichts angezeigt. T-Bone. Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet, als das Licht ausging. Ich garantiere, das ist nur der Anfang. Damien hat vollen Zug. Krass. Nur über meine Leiche. Ich lasse meinen CDOS von so einem durchgeknallten kaputt machen. Krass. Es gibt eine Schwachstelle, die er nicht kennt. Geh dorthin und fahr es runter. Das sollte so eine Spritze schnell und sauber werden. Ich rufe an, wenn ich drin bin. Schön, dass du zurück bist. Ich mach mich gern nützlich. Verschaffen Sie sich Zugang zum zentralen CTOS-Gebäude. Alter, krass. Der Dings, der Damien kann jetzt einfach alles kontrollieren in der Stadt, Mann. Das heißt, es kann irgendwie jetzt ein Dampfrohr hochgehen. Guck mal, krass, alle Ampeln sind defekt. Alter, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Dampfrohr. Siehst du? Ich wusste es. Ein Wunder des menschlichen Erfindergeistes. Ein Modellsystem, das eine Modellstadt für Modellbürger erzeugt. Ich frag mich, was Bloom zur Bedrohung durch Hacker sagte. Harte Debatte, ganz sicher. Hacker? Ach Quatsch. Unser CTOS ist das fortschrittlichste. Blabidi-bla-bla-bla-bla. Hybris, Aiden. Macht einen immer fertig. Aber das kennst du jetzt zur Genüge, stimmt's? Junge, krass, Alter, die ganze Stadt immer wieder Dampfrohr in die Luft gesprengt, der Pisser, ey. Der ist ja noch schlimmer als dieser Vogel von der vorletzten Folge, wisst ihr das noch? Ja, aber auf jeden Fall, Freunde, dieses CTOS, das ist so ein System, damit kann man die ganze Stadt kontrollieren. Das gehört eigentlich der Polizei, glaube ich. Und dem, der Damien, der hat das jetzt irgendwie gehackt, oder? Jetzt da. Oha, Junge, krass, ey. Junge, kranke Scheiße, was hier abgeht, ey. Ja, Freunde, falls ihr gestern das Battlefield 4 Let's Play verpasst haben solltet, da habe ich gesagt, dass ich die ganzen Let's Plays, beziehungsweise das Watch Dogs Let's Play, oh yo, der Pisser, vorgestern schon aufgenommen habe. Also das habe ich jetzt schon, nee, gestern aufgenommen. Wie? Fuck, Alter, was hier los ist, ey. Krass, ey. So, jetzt geht's los. Ja, geil. Soll ich denn da reinkommen? Freunde. Wie soll ich da reinkommen, Alter? Ah, hier ist irgendwas. Blackout. Okay, wenn wir das hier aufsammeln können, dann wird das auch bestimmt nützlich sein, oder? Meint ihr, das war sinnvoll? Oder nicht? Das war jetzt einfach eine Vermutung von mir. Aber anscheinend war das scheiße. Ich habe jetzt einfach alle Lichter hier ausgemacht, ey Junge. Scheiße. Guck mal, alle Lichter sind hier aus. Kranke Scheiße, ey. Auf jeden Fall, Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da angekommen sind. Freunde, da sind wir wieder. Ich bin von der falschen Seite reingegangen, ich Idiot, Alter. Richtig auf Rille heute. Komm, jetzt hack mal das hier. Och, nö, bitte nicht. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Scheiße. Ich komme nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. Wir müssen kurz T-Bone anrufen, da gab es einen Fehler. Ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus,
Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Melde dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. Alter, guck mal, sieh dir auf die Karten diese Stellen. Ich muss jetzt überall zu den drei Dingern hinfahren und diesen Virus hochladen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich direkt wieder, wenn ich die drei Dinger gemacht habe. Bis gleich. Wir werden wieder angerufen. Wir haben wieder angerufen, Freunde. Das ist wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten. Enttäuschend. Ich hielt dich für viel klüger. Aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Alter, guck mal, was hier los ist, Mann. Seht ihr das? Bestrafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Sarg. Wer weiß, was ich in dem Zustand tun werde. Komm, Aiden. Beeindrucke mich. Was wirst du jetzt tun? Bring mich in Stolpern. Los! Du bist doch besser. Ey, krass, Mann. Guck mal hier. Ey, die Polizei verfolgt uns auch noch und... Damien manipuliert die Navigation. Er versucht, mich zu bremsen. Ey, guck mal, die Karte spinnt. Alles spinnt. Ey, krass, Mann. Was hat er hier gemacht? Guck mal. Ey, der ist so heftig, dieser Damien, ne? Der hat gerade die komplette Stadt unter Kontrolle. Guckt euch das mal an hier, was hier los ist, Mann. Guck mal, die Karte da unten rechts. Die Polizei ist hier. Ach, du Kacke, ey. Oh, Kacke, Freunde, guckt euch das mal an, Alter. Ey, das ist doch einfach nicht mehr normal, oder? Das ist nicht mehr normal. Wir müssen da irgendwas hacken. So, schnell, schnell. Perfekt, gehackt, jetzt upload. Oh, wir müssen jetzt hier warten, Virus wird hochgeladen. Um schwach, bleiben sie in Reichweite. Oh, scheiße. 51%. Geil. Geil. Und die Polizei ist schon da. Super. Und ich muss hier noch bleiben. Scheiße. Ah, Hilfe. Der Wagen geht gleich hoch. Ey, guck mal. Upload 86%. 87, 88. Fuck, was machen wir jetzt, Freunde? Was machen wir jetzt? Okay. Krank, was soll ich machen? Wir haben wieder angerufen. Okay. Ich bin beeindruckt. Was war das? Irgendein Virus? Du hast dich mit dieser Hacker-Sache ganz schön angefreundet. Hör doch auf, Aiden. Du verstehst doch gar nicht, was ich hier tue. Jetzt habe ich den aber gegeben. Stadt zerstören. Boah, Freunde, Alter. Die krasseste Mission überhaupt bisher. Fuck, die Brücke geht hoch. Woo! Damit jeder spürt, wie es ist, wenn einem die Zukunft genommen wird. Und für dich spare ich das Beste auf Partner. Ey, krank, Freunde, was ist hier los? Guckt euch das mal an. Die Karte spinnt verrückt unten rechts. Er hat alles unter Kontrolle. Wir müssen noch zu zwei Stellen. Fuck, das eine ist da rechts hinten. Seht ihr das da hinten? Seht ihr das? 800 Meter entfernt. Boah, ist das krank, ey. 700 Meter. Ja, es ist echt schwer, Freunde. Warte mal, 700 Meter. Wo ist das jetzt hin? Ey, ich blick da gar nicht mehr durch. Wo ist das? Seht ihr das? Da, 500 Meter. Halt die Schnauze. Ey, guck mal, was hier einfach los ist, Freunde. Ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar. Guck mal, wie jetzt hier spinnt alles, Mann. Ey, ich komme nicht mehr drauf klar, Freunde. Wir müssen da jetzt auf jeden Fall hinkommen. Ich zeige euch das jetzt alles. Das überspringe ich nicht. Ihr wollt garantiert nicht, dass ich das überspringe. Das werde ich auch nicht machen. Wir müssen jetzt beeilen. Also, guck mal da hinten. 1100 Meter. Da, wo Hecken steht, da müssen wir hin. Aber wir können das nicht markieren, oder? Oder können wir doch markieren? Ziel. Ja, guck, da steht überall Ziel, der Pisser. Verarscht uns nämlich. Fuck, Alter. Ey, ich hab das in dem Wagen kaum noch unter Kontrolle, Mann. Was ist hier los, ey? Boah, was kommt denn da für eine Karre? Direkt mal umsteigen auf jeden Fall. Ach, du Kacke. Die nehmen wir uns jetzt auf jeden Fall. Komm. Oh, das ist Polizei. Scheiße, die hat mich jetzt gesehen. Egal, schnell. Rückwärts hoch hier. Komm, komm, komm. Wo ist das mit dem Hecken? Wo ist das? Ey, ich blicke hier gar nicht mehr durch, Alter. Das ist echt... Ey, was hat der Pisser hier gemacht, dieser Damien, ey? Komm, ah! Junge, fliegt er mir entgegen wie 3D. Ey, 900 Meter, wir haben wieder angerufen. Das macht Spaß. Ich hab schon den Flug gebucht. London ist als nächstes dran. Willst du mitkommen? Jetzt das komplette CTOS-System. Ey, Freunde, ich komme gerade echt nicht klar, ne? Junge, 800 Meter, komm. Wir machen zuerst die eine da. Die Polizei verfolgt uns. Ey, das haben die echt heftige Mission, die letzte Mission. Auf jeden Fall, bis jetzt hat sich das schon echt gelohnt. Muss man ehrlich zugeben, Freunde, oder? Fuck, wir müssen rüber auf die andere Seite. Das heißt, wir müssen auf die Brücke hoch hier. Oder gibt es einen anderen Weg? Da gibt es keinen anderen Weg mehr. Wir müssen hier hoch auf die Brücke. Verpiss dich, was für anhalten. Ey. Hallo, Freunde, mich wegdrängt. Junge, 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 ey. Freunde, das ist doch echt krank, die letzte Mission.
Alter, wir müssen irgendwie hoch auf die Brücke. Warte, hier ist der richtige Weg, hier ist der richtige Weg, komm. Boah, voll die Spannung, ich bin voll am Zittern, Freunde. Ich muss mich jetzt voll konzentrieren hier auf jeden Fall. Zack, drehen wir. Da hinten 966 Meter Hecken. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Junge, was hier einfach abgeht, Mann. Ist auch noch eine Straßensperre. Fuck. Egal, die umfahren wir einfach. Zack. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Wir müssen gleich direkt runter. Wir werden wieder angerufen. Glaubst du, Blum stellt mich ein? Ich kann gut mit den hohen Tieren. Handy dran. So, da hinten, 300 Meter. Fuck, unsere Karre ist schon voll Schrott, ey. Alter. Hecken? Wo ist denn das jetzt hin? Hey, darf ich den Mistkerl platt machen? Wie sollen wir da hinkommen, Freunde? Warte, ich glaube, das ist richtig hier, oder? Und jetzt irgendwo links. Jetzt irgendwo links. Da. Lift. Komm, komm, wir müssen hier hoch, glaube ich. Das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Hoch, hoch, jetzt Lift, Lift, fahr hoch, fahr hoch. Lift, hochfahren, hochfahren. Perfekt, lauf, 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 lauf. Boah, Junge, ist das krank, die Mission, ey, Freunde. Jetzt schon großes Respekt für diese Mission, Alter. Geil, bisher ist es richtig geil gemacht, ohne Witz. Komm, komm, komm. Uns beeilen, 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 beeilen. Da hacken, da hacken, hacken. Schnell. Wir müssen auch noch in Reichweite bleiben. Ach du Kacke, Alter. Das wird jetzt schwer werden. Das ist das Tolle an Viren. Sie verbreiten sich und kontrollieren. Fuck, jetzt müssen wir aufpassen. Der Helikopter da irgendwo, ja, den Helikopter können wir ja auch Dings, ne? Da. Virus hochgeladen, 76%. Fuck, wo haben wir jetzt gleich am besten ab, Freunde? Guck mal, überall sind die Polizei hier. Die Polizei ist überall hier. So, jetzt ab da. Komm, komm, komm. Das wird jetzt schwer. Fuck. Wir brauchen ein Auto, Alter. Ich sehe, was du tust. Das schießt einen kleinen Virus hoch, er schnitt und findet mich. Dann kommst du. Ja, wir sind tot. Ah! Ja, wir sind tot, Freunde, wir sind tot. Haut rein, war ein schönes Leben. Oh, wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch. Polizei, Ibasch, haut den kaputt. Alter, kranke Scheiße, wir leben noch. Komm, wir müssen jetzt schnell rennen. Schnell rennen, rennen, solange der Helikopter weggeschaltet ist. Fuck, fuck. Sind die alle tot? Ey, da steigen ja noch mehr Leute aus. Fuck! Alter, Freunde, das ist so krank, Alter. Wir sehen uns gleich wieder. So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Wir müssen alle drei Stellen wieder von neu machen, Alter. Richtig krank, ey. Fuck. Ey, wir haben jetzt hier die erste Stelle gefunden. Wo ist das denn, Mann? Ey, könnt ihr das da? 13 Meter. Da. Komm, hacken. Siehst du, wie smart das Netzwerk ist? Es antizipiert ein Problem. Dich. Und behebt es. Fuck, ey. Geniale Verteidigung ist der beste Angriff. Flucht erfolgreich, perfekt. Die wissen nicht, wo wir sind, ey, korrekt. Korrekt, korrekt. Komm, wir laden das hier schnell hoch. Schnell, ne, wir sind, desto schneller lädt er hoch, komm. Und dann müssen wir die anderen zwei Stellen finden, Alter. Krass, dass das keine Speicherpunkte gibt, ne, oder? Gab es welche? Oder? Es gab, glaube ich, welche. Doch, haben wir gemacht, geil, wir haben alle drei geschafft. Geil, wir haben alle drei, schützen sie alle für Folge ab, bevor sie das TTOS hacken. Okay. Alter, die wissen, wo ich bin. Fuck, jetzt müssen wir auch noch von denen abhauen, Freunde. Das wird eine Verfolgung sein. Guck mal, da steht meine Karre. Mach die Scheibe kaputt. Schnell, da ist meine Karre. Ey, nein. Nein, das ist meine Karre. Die gehört mir. Die gehört mir. Fuck, überall die Polizei. Egal, egal, egal. Das ist meine Karre. Egal, das ist meine Karre. Lass mich hier rein. Guck mal, der steigt da nicht ein. Der steigt da nicht ein. Was ist das für eine Scheiße hier, ey? Mann, der steigt da nicht ein, ey. Voll der Dreck. Egal, Freunde, wir müssen auf jeden Fall jetzt die Polizei loswerden, Alter. Das wird richtig geil werden jetzt. Unnormal. So, Freunde, jetzt geht's auch direkt los, Alter. Ich hab mir direkt einen Bullenwagen gepackt. Gepackt, gepackt. Wir müssen erstmal alle loswerden hier. Fuck. Oh, komm, schnell, schnell, schnell. Alter, was ist das denn hier für ein Film? Hallo? Hallo, hä? Hab ich eine Karre ge... Was war das denn? Wir müssen den Helikopter loswerden, Alter. Anders schaffen wir es nicht. Der Helikopter muss weg. Der Helikopter muss weg. Neutralisieren. Alter. Können Sie sich mal verpissen hier? Warum kann ich denn nicht nach oben gucken? Das fuckt mich so ab da. Helikopter ausschalten. Komm, komm, komm. Alter Schwede, ey. Kranke Scheiße. Neutralisiert. Das war, glaube ich, gut gewesen. Boah, das war echt gut gewesen. Oh, fuck, Alter. Alter, ist das krank hier, ne, Freunde? Ich komme echt nicht drauf klar gerade. Ja, halt die Fresse. Kann selber anhalten. Komm, das ist jetzt unsere Chance. Jetzt müssen wir entkommen. Jetzt müssen wir entkommen. Die Ampel noch.
hacken? Er kommt auf uns zu. Gehen in Schussposition. Oh, Kacke, Alter. Was eine Verfolgungsjagd, ey. Junge, 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 Junge. Shit, shit. Wir haben keine Akku mehr für Dampfrohr. Holla haben wir aber. Oh. Wir wechseln jetzt die Karre auf jeden Fall. Und wenn, während wir das tun, werde ich den Helikopter ausschalten. Ja. Ey, fuck, dafür braucht man zwei Akkudinger und ich habe keine zwei. Fuck, unser Akku ist leer. Ach so, das hat der Damien extra gemacht. Okay, das... Oh, fuck. Wir müssen den Helikopter loswerden ohne den... Kacke, Alter. Das ist ja unmöglich. Guck mal jetzt. Woo! Alter, kranke Scheiße, fuck, Poller. Junge, ich bin über die Poller gesprungen. Komm, 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 jetzt durchziehen. Der Helikopter sieht mich nicht. Ich schnell hier reinfahren, Alter. Die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht, oder? Die können mich gar nicht sehen. Ey, wir müssen jetzt aus dem Bereich hier rauskommen. Haben wir es geschafft, Freunde. Kacke, ey. Oh, fuck, 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 fuck. Der Helikopter. Die Polizei, habt ihr das gesehen? Die sind gerade hier reingefahren, die Pisser. Die wollten gerade hier reinfahren. Was für Affen. Die wissen aber nicht, dass ich hier bin. Das können die gar nicht wissen. Wir müssen, guck mal, seht ihr das? Wir müssen aus diesem Bereich da kommen. Was soll ich machen, Freunde? Wo versteckt er sich? Hat ihn jemand gesehen? Kacke. An alle. Ach, unser Handy lädt sich doch auf. Das heißt, wir können den Helikopter ausschalten. Fuck. Meinst du, wir sterben? Meinst du, wir sterben oder nicht? Ey, soll ich das riskieren oder nicht, Freunde? Das ist zu riskant, oder? Das ist echt zu riskant. Oh. Fuck. Die Polizei kommt hier tatsächlich hoch, Alter. Ich glaub's nicht. Ich kann's nicht glauben. Die Polizei ist hier echt hochgekommen. Ey, was für Wichser, Mann. Warum kommen die hier hoch? Verpisst euch. Türe aufmachen. Oh, fuck, schnell. Ja, das ist sowas von schwer, Freunde, ohne Witz. Das ist echt schwer. Fuck. Fuck. Komm, 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 komm. Ja, ich sprich die Polizei, fahr selber rechts dran. Ey, Junge. Ja, Helikopter ist ausgeschaltet. Jetzt schnell ausnutzen. Helikopter ist weg. Der Helikopter ist weg. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Gib Gas, Mann. Gib Gas. Helikopter ist weg. Das müssen wir ausnutzen. Komm, schnell, schnell. Dampfrohr. Perfekt. Ich habe das Dampfrohr gesprengt. Boah, komm, Junge. Oh, guck, ich hier durchziehe. Die sehen mich nicht. Die können mich nicht sehen gerade. Fuck, das ist eine Straßensperre. Rechts um die Ecke. Schnell weg hier. Weg, 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 weg. Jetzt aus dem Bereich kommen, 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 jetzt aus dem Bereich kommen. Komm, 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 komm. Komm, komm, was eine Spannung hier, Freunde. Schnell, zieh durch. Schnell, lauf, fahr, fahr. Ja, Mann, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Ja, komm, 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 komm. Ja, geschafft. Flucht erfolgreich, Alter. Junge, was eine kranke Verfolgungsjagd, Freunde. Ich sag's euch, ey. Oh mein Gott. Erledigt. Deine Viren sind drin. Okay, da geht's noch. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht aussehen. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht. Okay, so. Schalten Sie das CTOS aus. Okay, da müssen wir jetzt hinfahren, Freunde. Komm, ich würde sagen, wir müssen überspringen, weil das ist die letzte Mission, dann braucht man nichts zu überspringen. Wir fahren jetzt einfach dahin, es ist ja direkt um die Ecke. Boah, Freunde, Alter, richtig krass gemacht die letzte Mission bisher, auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Aber ja, das Ende von GTA, das ist, glaube ich, echt nicht zu toppen, weil da gibt es alle Möglichkeiten. Man kann alle umbringen, man kann alle mit allen überleben. Richtig geil, ey. Junge, Junge. So, komm, 226 Meter. Dann fahren wir jetzt hin. Wir haben die Viren hochgeladen, damit der Damien nicht mehr hier das CTOS hacken kann. Also ich glaube, das Ende des Spiels wird so sein, wir werden das CTOS komplett zerstören müssen. Wir müssen wieder auf die andere Seite fahren. Wir rennen da einfach hin. Krass, Alter. Ist ja richtig gut, Alter, ohne Witz. Komm, 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 komm. Gib Gas, gib Gas. Boah, das ist eine geile Karre, Mann. Warum kann man die nicht fahren, ey? Ich würde da direkt vor der Polizei wegfahren, ne? Ich wäre direkt weg. Komm, 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 komm. Oh, jetzt wird's richtig schwer, das CTOS zu hacken. Oh Mann, jetzt müssen wir dieses Spielchen da spielen, glaub mir. Dieses mit dem Drehen und so eine Kacke, ey. Chris, warte. Wir sind DedSec. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du tust. Du durchtrennst die CTOS-Zeitungen. Genieß die Show. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unseren Code im CTOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert DedSec die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden.
30 Sekunden, keiner erfährt was. Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das heißt, werden wir nicht vergessen. Komm, jetzt hacken. Komm. Oh, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, wir haben es geschafft, Alter. Korrekt, und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Eindringen? Oh Gott, es geht wieder los, Freunde. Oh, was ist das denn? Das ist was anderes? Ach du Kacke. Boah, wir sind in diesem C2S-Gebäude. Ach du Kacke. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann Tibo und das ganze System rebooten. Das hält Damien auf. Ich finde ihn. Abschaltung. Alter, ist das krank gemacht, ey. Komm, komm, komm. Das C2S... Oha! Alter! Alle Lichter sind aus. Junge. Guck dir das an, alle Lichter gehen aus. Alles spielt verrückt. Blackout. Oh Mann, ey. Erreichen Sie Damien mit einem Boot. Okay. Alter, Freunde, wir fahren jetzt zu Damien hin, bis gleich. Wir werden jetzt angerufen, Moment. Warum bist du so verdammt stur? Quinn ist tot. Du hast Nikki zurück und Clara? Er kriegt Angst. Sie ist dir in den Rücken gefallen. Sie hat geholfen, Lina zu töten. Du weißt, dass es stimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Hm? Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. Für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhielt, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem, ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. Junge, Junge, Alter, ey. Kranke Mission auf jeden Fall. So, ey, auf jeden Fall, die ganze Stadt ist aus, ne? Alle Lichter sind aus. Heftig. Und Damien ist da hinten. Ist das die Freiheitsstatue oder was ist das, ey? Boah, guckt euch mal das Wasser an. Das sieht richtig, ich schwöre auf alles. Das sieht gerade aus wie echt. Der einzige Ort mit Strom. Das ist Damien. Hat er aber gut herausgefunden. Oh Gott, jetzt geht's los, ey. Das große Finale. War heftig, die letzte Mission. Ohne Witz. Geil gemacht. Das habe ich mir jetzt schon 20 Mal gesagt, aber egal, komm. Hallo, Kletter! Boah, komm, 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 ey. War richtig geil gemacht auf jeden Fall, ey. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt, Mann? Ich sag das immer wieder. Aber ich bin so beeindruckt von dem Ende. Das macht mir richtig Spaß hier gerade. Fuck, wie kommen wir da jetzt hoch, ey? Wir müssen einmal, glaube ich, komplett rum hier. Oh, Junge, Freunde, ey. Also, die Kampagne war bisher richtig geil. Wie gesagt, nach der Kampagne können wir noch die anderen Sachen spielen, wie diese Online-Rennen, Online-Missionen. Da gibt es ja auch noch so ein anderes Dings, dass wir diese C2S-Mission machen können. Also diese Nebenmission und so. Wir können ja mal gucken, was es so gibt. Aber dann kommt das halt nicht, wie gesagt, jeden zweiten Tag. Weil das muss ja jetzt nicht mehr regelmäßig kommen. Ah, fuck, da bin ich falsch gelandet. Sondern kommt dann einmal die Woche oder so. Also könnt ihr dann entscheiden einfach. So. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Wir hatten so viel Elan. Aber es war nie wie jetzt. Sieh dich um. Wir haben eine verdammte Stadt erledigt. Halt die Schnauze, Alter. Der kriegt jetzt Eierflatternde Pisser. In der ganzen Stadt ist kein Strom mehr. Und der Affe kriegt jetzt Angst. Komm. Finden Sie Damien. Nehmen wir auf jeden Fall mal direkt unsere Maschinenpistole. Jetzt verbringe ich meine letzten Stunden auf einem Witwengang. So nennt man die Plattform eines Leuchtturms. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Passt aber. Es sieht aus, als wäre alles bald vorbei. Halt die Schnauze. Guck mal die Stadt, Alter, wie geil das aussieht, oder? Guck mal die Stadt an, bitte, Freunde. Guck mal die Stadt, wie geil das aussieht, ey. Guck mal. Das kann man echt genießen, ey. Wundervoller Ausblick. So, jetzt müssen wir hier wieder weiter hoch. Wo ist der? Der hat sich oben auf dem Leuchtturm versteckt. Locker da oben, wenn ich jetzt abballern. Ey, kletter doch mal hoch, Mann! Du Pisser! Oh. So. Da ist er doch. Komm schon. Raschung. Guck mal, was jetzt passiert, ey. Gibt es eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht?
Hey, fick dich! Sieh dich an! Du gehst über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla bla bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Guck mal, wer da ist. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Alter. Was? Komm, schieb sie rüber. Was ist das denn für ein Verräter? Warum lässt er ihn einfach fallen, Mann? Wie dumm ist denn der Aiden? Ist ja genauso ein Verräter. Oh, ihr seid ja lustig. Wisst ihr, ihr beide nehmt alles zu persönlich. Das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt hier was lernen, was? Freunde. Oh, 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 Handy auch. Gib her. Jetzt müssen wir irgendwas drücken. Guck jetzt. Na komm, gib her. Guck jetzt. Irgendwas passiert jetzt. Oh. Oho! Boah, haut er den um, Alter. Was ein Verräter. Bam, Headshot. Junge, Junge, ey. Was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Boah, geil, ey. Auch ich bin ein anderer. Licht. Ich blicke nicht mehr zurück. Bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen und wenn nötig, zu bestrafen. Junge, wir haben es durch, Freunde. Wir haben es geschafft, Alter. Geil. Wir haben zusammen die Watch Dogs-Kampagne durchgezockt. Ich bin richtig stolz und froh, dass wir es gemacht haben, Alter. Geiles Spiel, Freunde, oder? Richtig geiles Spiel. Hammer. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann jetzt auch von der Watch Dogs Let's Play-Reihe. Wir werden auf jeden Fall einmal die Woche noch die Online-Sachen machen und dann noch die anderen CTOS-Missionen so ein bisschen nebenbei. Guck mal, was es alles da so geben wird. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch allen fürs Zugucken. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Also ohne Witz, Freunde. Vom ganzen Herzen Dankeschön an euch alle, dass ihr zugeguckt habt. Das hat mich richtig gefreut. Und das Spiel war einfach auch noch todesgeil. Mir richtig Spaß gemacht. Also das Spiel kriegt von mir von 10 Punkten auf jeden Fall 9 Punkte. Ja, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle auch vom 23. Watch Dogs Let's Play. Wir haben die Kampagne durch, Freunde. Wir haben die Kampagne durch. Ja, wir können uns das einfach nur angucken, was die am Ende labern. Aber falls euch das interessiert, ich lasse es einfach mal laufen. Lernte Mr. Pierce durch seine Familie kennen. Ah, das ist Yolanda Mendes. Das war für uns überraschend. Wir konnten keine Informationen zu ihm finden. Schön, dass Sie sich bei uns melden. Es ging um Ihren traumatisierten Sohn? Ja, nun, natürlich darf ich darüber nicht reden. Oder Ihren Namen sagen. Nein, nein, nein. Sollen Sie auch nicht. Doch so lernten Sie Aiden Pierce kennen. Wie ist er denn? Es ist unmöglich zu sagen, wie er in Wirklichkeit ist. Er versteckte seine Persönlichkeit und er ist sehr gut darin. Ach ja? Es ist nicht wie bei einem Pokerspiel. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Genau. Und Sie schreiben ein Buch. Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Psyche dieses Mannes erleben. Das wird sicher faszinierend. Dr. Mendes, Dankeschön. So, Freunde, Alter. Ich glaube, jetzt war es das auch. Oder kommen da wieder neue Sachen? Guck mal, da kommen immer neue Sachen, werden hier eingeblendet. Detzek hat jetzt genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unseren Ruf von Schwächlingen und stark geschadet. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind im Krieg. Das deutet, glaube ich, auf den zweiten Teil hin, oder? Wir sind im Krieg. Dieser Detzek, auf jeden Fall. Oh. Doch nicht wegschalten, Freunde, es ist wichtig. Du? Bei mir geht's. Ich hab noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben, jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location, den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, hä? Ja, genau. So läuft das Business. Hä? Jordi könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme.
Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind, aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Du hast viele umgebracht. Getötet. Wer verdient den Tod? Wer entscheidet das? So, Freunde. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Wir gucken uns auf jeden Fall noch alles an, keine Sorge. Also auf jeden Fall nochmal großes Dankeschön von mir. Ein richtig geiles Let's Play. Die letzte Folge hat mir auch gut gefallen. War echt spannend da in der Stadt mit den ganzen Explosionen und sowas. Also echt gut hinbekommen. So, jetzt lädt das alles noch. Oder noch nicht. Wir überspringen das nicht. Es geht jetzt direkt weiter. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Entweder wir sind im Menü oder wir sind jetzt auf... Oh, es geht noch weiter. Das ist Maurice, ne? Ja. Alter. Guck mal, das ist Aiden. Der bringt jetzt Maurice um. Gehen sie weg oder erschießen sie Maurice? Fuck, Alter, über GTA. Ich erschieße ihn. Freunde, was sagt ihr? Ich wusste, dass du kommst. Kerle wie wir wissen, wie weit genug ist. Freunde, ich würde sagen, wir geben ihm eine zweite Chance. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, egal was er getan hat. Es ist vorbei. Oder? Du bist der Letzte. Vielleicht wurde er ja dazu gezwungen. Wenn mich einer sagt, wenn mich einer zwingen würde, wir bringen deine Mutter um, wenn du nicht den umbringst. Das ist, weißt du, so eine Zwickmühle. Wir lassen ihn am Leben. Wir lassen ihn am Leben. Wir werden ihn am Leben lassen, Freunde. Maurice lebt in seiner eigenen Hölle. Er ist ein Opfer dieser Sache. Und ich habe genug Tod gesehen. Ja, er bekommt seine zweite Chance. Er hat genau wie ich gedacht. Und ich auch. Ja. Wow, Freunde, jetzt ist es endgültig vorbei, ey. Also richtig geiles Let's Play nochmal. Dankeschön an euch alle, Freunde. Das war's dann jetzt auch. Schafft mal vielleicht die 1000 Likes für die allerletzte Folge, meine lieben Freunde. Euer Öni ist jetzt raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Macht's gut, haut rein und ciao!